Ja, hallo YouTube. Heute bin ich mal wieder unterwegs und zwar im Golf 5 GTI. Was wir da gemacht haben, kommen wir nachher dazu. Jetzt kommen wir erstmal schön dazu, dass ich mich bedanken möchte. Ich möchte mich bedanken für 200 Abonnenten in YouTube. Ich freue mich auf die Resonanz, auf die Kommentare, die kommen. Hoffe, dass ich euch da ein bisschen was näher bringen konnte oder dass ihr ein bisschen einen Eindruck bekommen habt von dem, was ich mache, was ich anbiete. Und ja, freue mich oder hoffe, dass es so weitergeht, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr wird, dass ich euch noch ein paar mehr Videos zeigen kann. Jetzt auch in den nächsten kommenden Wochen stehen noch ein paar schöne Projekte, ein paar schöne Fahrzeuge. Wir haben noch ein paar schöne Teile, die eingebaut werden, wie wir schon gesprochen haben beim Focus RS mit Aventuri, mit einer Ego X. Das sind so Sachen, da möchte ich euch einfach auf dem Laufenden halten. Da möchte ich euch mitnehmen, euch zeigen, was ist machbar. Und ja, mehr oder minder, sage ich mal ganz vorsichtig, ist das für mich so ein bisschen so ein Ausgleich zum normalen Alltag. Einfach für mich dieses Thema Kamera, ein bisschen Filme machen, das macht mir in der Zwischenzeit einfach richtig Spaß. Und es soll aber gleichzeitig euch einfach auch noch ein bisschen zeigen, was machen wir, was ist möglich. Ihr habt eine Anlaufstelle, wo ihr fragen könnt, wo ihr Kommentare schreiben könnt, wo ihr einfach euch an mich wenden könnt, wenn ihr irgendwas wissen möchtet zu eurem Fahrzeug. Und ich werde natürlich die Fragen oder die Kommentare schnellstmöglich beantworten, wenn ich sie beantworten kann. Das weiß man halt auch nicht. Es gibt natürlich auch Sachen, die ich nicht weiß. Es gibt niemanden, der alles kann, der alles weiß. Da muss man so ehrlich sein. Aber wie schon gesagt, ich helfe und beantworte euch jede Frage natürlich gerne und helfe, wo ich kann. Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wir sind, oder ich bin unterwegs im Golf 5 GTI. An diesem Auto haben wir, in dem Fall wir, wäre gelogen. Wir haben vor längerem dort mal eine Downpipe verbaut, eine andere Abgasanlage oder auf R32-Lupen gebaut. Und der Kunde hat jetzt die drei Klappen entfernt, weil er gehört hat, dass es da Probleme geben kann. Meines Erachtens ist es so, dass diese Probleme beim VAG-Konzern nicht so groß sind wie zum Beispiel bei BMW. Also die BMW 3er, 5er, Diesel etc. Macht es Sinn, die drei Klappen auf jeden Fall rauszunehmen. Ja, hier wollte es der Kunde selber. Der Kunde ist selber Kfz-Mechatroniker, hat die drei Klappen entfernt, hat einen zusätzlichen Ladeluftkühler verbaut. Und da geht es jetzt einfach darum, dass man die Sachen anpasst. Und er möchte noch Schubknallen, in dem Fall Schubknallen in S und eine relativ kurze Spanne. Das können wir in dem Fall im Kennfeld steuern. Das heißt, ich kann ihm sagen, ja, du machst das eine Sekunde, ja, du machst das zwei Sekunden oder drei Sekunden, wie auch immer. Da ist der Kunde frei. Ja, jetzt würde ich sagen, ich teste noch ein wenig. Dann versuche ich euch wie gewohnt wieder ein Tacho-Video zukommen zu lassen und wie gewohnt ein Auspuff-Video. Und dann gehen wir nachher noch kurz einmal ums Fahrzeug, dann zeige ich euch, was verbaut ist. Und ja, jetzt würde ich sagen, ab zum Tacho und bis gleich. Ciao. Jetzt, wie versprochen, ein kleines Tacho-Video. Wir sind immer noch unterwegs im Golf 5 GTI. Wir fahren jetzt gerade ganz normal im Drive, schalten jetzt in Sport. Da würde ich mal sagen, wir fahren einfach aus 50, machen wir aus 50 Kickdown, 50 im Sport und jetzt Kickdown. Jetzt hoffe
hoffe ich, dass ihr euch da ein bisschen einen kleinen Einblick verschaffen könnt. Also die GTI, die laufen mit 200 PS schon nicht verkehrt. Aber wenn man ein bisschen Leistung macht, da ist einfach so, da ist einfach doch relativ viel Potenzial. Also mit Downpipe und einem guten Kennfeld sind so 280 PS und 380 Newtonmeter standfest ohne Probleme möglich. Natürlich kann man hier jetzt auch wieder noch weitere Hardware verbauen, K04 Umbau etc. Hier ist halt aber nur die Frage, lohnt sich's? Ich selber finde es für einen kleinen Geldbeutel. Wer ein Auto will, das einigermaßen vernünftig läuft, das ein bisschen Spaß macht und ein Auto sucht, das deutlich unter 10.000 Euro liegt, da ist er mit dem hier gut angezogen. Und in dem Fall würde ich sagen, einfach so lassen, wie es ist. Fertig, GTI kaufen, Software machen, Downpipe machen und fahren, Spaß haben. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ab zum Soundfile und in dem Sinne bis gleich. Was macht, ein bisschen Downpipe, ein bisschen Datenstand Richtung 280, manchmal auch ein bisschen mehr, je nach Streuung. Und das finde ich in diesem Auto reicht vollkommen aus, kostengünstig und preiswert Spaß zu haben, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja. Hier ist noch verbaut eine HG Motorsport Ansaugung, hier ist das Auto noch umgebaut auf den R32 Loop. Da würde ich sagen, da laufen wir jetzt einmal rund ums Auto und dann zeige ich euch mal, was
So, wir haben hier, wie eben bereits gesagt, ein 2 Liter Turbo mit 200 PS. In diesem Modell hier ist das Ansaugsystem noch umgebaut worden. Das heißt, wir haben hier eine HG Motorsport Ansaugung und wir haben das Schubumluft umgelegt. Das Schubumluftventil sitzt normalerweise bei diesem Modell noch am Turbolader. Und jetzt seht ihr hier, hat man einfach unten einen Blindstopfen reingemacht und hat quasi die Schubumluft hier nach vorne gelegt. Ist bei den S3, bei den Edition 35, beim Golf R normal. Beim normalen GTI, in dem Fall im Golf 5 und so weiter, ist es noch direkt im Turbolader. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Es macht natürlich Sinn. Hier gibt es natürlich auch Kits, um das hier nach vorne zu legen. Es gibt hier auch schon von diversen Herstellern wie GFB und so weiter Nachrüstsysteme, weil es ja oftmals Thematik gibt mit dem Schubumluft selber, dass das die Membran reißt. Und ja, da gibt es auf jeden Fall genügend Abstand.